Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten an diesem wunderbaren Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Jetzt kommen wir gleich zu unseren News. Heute gibt es ein bisschen was zu Hideo Kojima. Haben die Kojima Productions eventuell versteckt ein neues Silent Hill angeteasert? Dann die League of Legends-Macher haben ihr neues Spiel enthüllt. Außerdem das Final Fantasy VII Remake ist da. Nicht ganz, eine Demo dazu ist da, tut mir leid. Und ein Bericht zu Stadia sagt, der Service zahlt den Entwicklern zu wenig. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert und auch auf die Glocke drückt. Doch jetzt gibt's unsere Nachrichten. Kojima Productions hat einen Tweet rausgehauen und da sieht man den Head of Communications Aki Saito an seinem Arbeitsplatz sitzen und er schreibt irgendwas auf einen Blog. Und dann wird deswegen jetzt spekuliert, dass über diesen Tweet eventuell Silent Hill geteasert wird, ein neues Spiel. Wie kommt man darauf? Nun, das liegt auch am Text. In diesem Tweet steht nämlich: Sorry to be silent, everyone. I've been really busy lately. I think I can say more soon about what we're going to do. Und wegen diesem Silent wird eben das mit Silent Hill in Verbindung gebracht. Und dann gibt es eben noch zwei weitere Hinweise, auf die jemand aufmerksam geworden ist. Der Bleistift, den die Person da, den Aki Saito in der Hand hält, da steht Pyramid drauf. Also ist von der Firma Pyramid, ne? Pyramid Head. Und dann steht noch auf dem Blog Next Week. Also nächste Woche, also wahrscheinlich jetzt dann demnächst wird was angekündigt. Ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren und bei Hideo Kojima ist das auf jeden Fall denkbar. Die League of Legends Macher haben ihr Spiel, das nächste, jetzt offiziell etwas deutlicher vorgestellt und es ist genau das geworden, was im Endeffekt vorher auch geleakt ist. Das Spiel heißt Valorant und wird ein 5 gegen 5 Shooter. Es gibt auch einen Trailer mit einem ersten Gameplay zu sehen aus einer Alpha-Version und sieht im Endeffekt aus wie Counter-Strike trifft auf Hero-Shooter à la Overwatch. Bin gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Im Sommer 2020 soll das Spiel für den PC erscheinen. Liebe Final Fantasy VII Remake-Freunde, freut euch, denn seit heute gibt es im PlayStation Store eine Demo zu eben diesem Spiel und in dieser Demo könnt ihr die erste Mission spielen, den Anschlag auf den Mako 1 Reactor. Die Demo ist um die 8 GB groß und ihr benötigt PlayStation Plus, um euch diese Demo laden zu können. Am 10. April erscheint die Vollversion des Spiels. Google Stadia gibt es jetzt seit Monaten, sieht man sich aber mal die Anzahl der Spiele an, die es auf diesem Service gibt, sind es gerade mal um die 30 Spiele, das ist nicht viel und gerade mal 4 davon sind Indie-Spiele. Die Website Business Insider hat jetzt einen Bericht darüber, warum dem so ist, warum so wenig Indie-Spiele dort vertreten sind. Die haben mit diversen Indie-Entwicklern gesprochen, die anonym bleiben wollten und diese haben eben gesagt, dass Google denen unglaublich wenig Geld anbietet, damit ihre Spiele auf diesem Service angeboten werden, weshalb sie das überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Das andere ist, dass viele andere Entwickler einfach nicht wirklich an den Dienst glauben, weil eben Google in der Vergangenheit schon viele andere Sachen in den Sand gesetzt hat. Ist natürlich nicht so gut, denn ein Dienst, der keine Spiele hat, der wird sich dann auch langfristig nicht verkaufen. Aber vielleicht ändert Google ihre Policy irgendwann und wird denen mehr bieten, aber bis jetzt sieht es auf jeden Fall nicht ganz so gut aus. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und dann sehen wir uns am morgen wieder, am Dienstag. Ne? Ciao.